Galileo Mystery sollte sich echt mal einschalten langsam, es nervt. Hallöchen meine Pros und Proteins und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft PvP. Wir spielen heute Jablik. Bin schon ein bisschen heiser. Warum bin ich heiser? Ich verstehe es nicht. Vielleicht soll ich mir einen Tee kochen. Tee soll gesund sein. Aber ich kenne mich da nicht aus. Wo wir hier so einen lustigen Teeladen haben, der ist echt ganz sweet. Das ist ein richtig, richtig dufter, kleiner Laden. Und da drinnen riecht es echt gut. Muss man einfach so gesagt haben. Da sind so viele Aromen am Stissel. Hey, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Hallo Handy. Jetzt vibriert mein Handy die ganze Zeit im Background oder was? Das sehe ich jetzt aber nicht so ein. Das möchte ich jetzt nicht. So. Ganz kurz hier hoch. Ich finde das nicht gut. Warum springe ich denn dagegen? Das habe ich doch... Dieses Modul ist so einfach. Es ist so freaking einfach. Und trotzdem schaffe ich es nicht, das hier mal gerade eben... Was? Wie kann das denn sein? Ich springe die ganze Zeit richtig weit zur Seite. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. So. Ich springe schon richtig weit zur Seite. Wie weit sollte ich denn noch zur Seite springen gerade? Richtig dumm. So. Ey, das war wieder so eine Sache gerade, ne? Ne. Jetzt habe ich da ewig an diesem Modul rumgeklebt. Ist ja abartig. Da kannst du mich direkt eigentlich wegschmeißen jetzt. Weil ich eh nichts mehr aufholen kann. Das ist... Ich bin jetzt gerade ein bisschen pessimistisch, weil mich eben die Runde, die ich aufnehmen wollte oder aufgenommen habe, richtig abgefuckt hat. Weil da einer so richtig strange OP war. Das war richtig merkwürdig einfach. Also nicht, dass... So, ja, es gibt schon viele OP-Sachen, Jump League technisch. Auch viele Leute, die hinterherhängen. Aber der war halt so krass. OP, der Dude, der hat einen echt mies gehittet und alles. Das war schon fies. Das war frech. Ich fand das nicht in Ordnung von dem, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da möchte ich auch ganz gern noch Beschwerde einreichen gegen den Dude. Weil das geht ja so natürlich nicht. Ne? Kann nicht einfach OP-equipped in einer Jump League-Runde rumspielen. Das geht nicht. Ich möchte da ganz gern einen Hack-Report machen. Ich könnte wetten, der hat so einen Better Loot-Hack. Ja. Ich bin da recht zuversichtlich, dass das so ist. Dass sich das alles so zugetragen hat. Denn mit Better Loot-Hack, was willst du da noch großartig anrichten, ne? Ich meine, hallo? Der hat in der ersten Truhe schon Full Dia, sage ich. Und da kannst du halt nicht viel machen. Gegen Full Dia sowieso nicht mehr. So, hier haben wir mal noch einen Schwerdikus. Ne, gegen Full Dia kannst du in Champ League, selbst wenn du Full Dia hättest, nichts machen. Weil der hat halt Full Dia Prot 5, ne? Was willst du da machen mit seinem blöden Hack? Ja, das war super. So, jetzt muss ich hier gucken, dass ich hier echt... Die Kurve muss man richtig strange nehmen. Hier kann man ohne zu springen rüber, wollte ich gerade sagen. Hat aber nicht geklappt. So, wie gesagt, hier muss man richtig strange rüber, aber klappt nicht mehr, weil ich es kann. Oder eben halt auch nicht. Ja, super. Das ist so ein Modul, das ist uralt schon, ne, dieses Modul. Aber es fuckt auch seitdem ab, seitdem es das gibt. Das ist ein richtig, 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 richtig schlimmes Ding. So, ein Pfeil. OP-Crip. Ich sag's doch. Oh ja. Das war nicht schlecht. Da musste man unbedingt runterfallen, denn das ging gar nicht anders. Ganz ehrlich, wer da nicht runterfällt, hackt. Huh, okay, mal die Truhe hier möchte ich ganz gern kriegen. Okay, was will ich mit diesen ganzen Fäden die ganze Zeit? Ich krieg nur Fäden. Was habe ich denn? Worcester Loot Hack oder was? Irgendwie komme ich mir ein bisschen genatzt vor heute. Jumply genatzt mich. Ich bin da recht zuversichtlich. Das ist natürlich cool mit dem... Mit dem Teppich auf dem Bambus. Ist ganz witzig. Und da falle ich erstmal runter. Ist auch ganz witzig. Das war auch nicht schlecht. Das war schon Skill. Das kann mir auch keiner nachmachen, weil das war echt schon Skill. So. Einer hat gelieft. Unsere Chancen stehen gut zu gewinnen, wenn es so weitergeht. Okay. Warum muss hier denn ausgerechnet jetzt Seelensand sein, hm? Warum? Warum muss da jetzt ausgerechnet
Seelensand sein. Ich meine, gut, wenigstens fällt man nicht komplett runter. Das ist schon mal ein Vorteil, möchte ich behaupten. Aber dennoch, warum? Was mache ich denn? Wie geht denn dieser Sprung? Ist der überhaupt schaffbar? Ist das Modul überhaupt schaffbar? Warum falle ich hier die ganze Zeit runter? Galileo Mystery sollte sich echt mal einschalten langsam, es nervt. Wo bleibt Ayman Abdallah, wenn man den Jungen einmal im Leben braucht? Weißt du, er ist zu nichts zu gebrauchen, der Typ. Weißt du, und dann brauchst du ihn halt einmal als Mystery-Jäger, als Mythbuster. Weißt du? Und dann kommt der Dude nicht. Warum ist er hinter mir noch nicht? Warum geht hier keine Nebelmaschine an und der Dude steht jetzt hinter mir? Warum passiert das nicht? Ich verstehe es einfach nicht. Ayman Abdallah, wenn du das hier siehst, ich bin schwer enttäuscht. Ich bin schwer enttäuscht. Ganz ehrlich. Ich habe mir so viel erhofft von dir. Ich verstehe es einfach nicht. Weißt du? Und dann springe ich hier wie verrückt. Ich springe wie verrückt. Ja? Und ganz ehrlich, es klappt nicht. Es klappt nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich wirklich da lang muss. Vielleicht muss ich ganz woanders lang. Vielleicht. Ist das echt ein Fall für Galileo Mystery? Ich bin mir echt nicht sicher. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe jetzt schon so viele Versuche gehabt, diesen Sprung zu meistern irgendwie. Und habe es nicht geschissen. Oh, oh. GG. Was geht ab? Wow. Das ist das Ayman. Achso, da ist die Leiter. Dürfst du bitte ran? Das ist nett. Okay. Oh, ja, das Modul kenne ich. Das ist, schön. Cornflakes hat das beendet. Nein, nein, nein. Oh, ich habe den Eisenbrustpanzer noch gekriegt. Nice. Gar kein so sehr schlechtes Equip. Zwar kein richtigen Helm. Aber ich sag mal so, ich habe ein Level. Wow, ist ultimativ. Ultimativ. Ein Steinschwert. Ich glaube, ich will nicht. Ja, ist ja gut, ich gehe ja schon. Ist auch gut. Da. Okay. Cornflakes rasiert. Cornflakes rasiert hart. Ich möchte gerne ein bisschen... Wow. Ein bisschen raggen. Das wäre super. Darf ich raggen, bitte? Dude. Ich leg dir eine Waffe hin. Habe ich eine Angel? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Komm her. Hä? Wie hat er mich mit 3 Hits down gekriegt? Ich habe einen freaking Eisenbrustpanzer an. Er auch fast mich down gekriegt. Was ist denn los hier? Hä? Richtig merkwürdig, sage ich. Ich habe meine Hose nicht an? Ach, die konnte ich ja nicht mehr anziehen, ne? Freaking hell. Stimmt, true story. Daran könnte es gelegen haben, dass die mich gerade so richtig down gekriegt haben. Komm schon. Oh, 2-mal down gekriegt, den Dude. Nice. GG, GG. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Okay, Gegners? Gegners? Wo sind die Gegners? Komm schon. Komm schon. Gegners, ich habe noch 2 Leben, ne? Ist richtig, ja. Und Cornflakes ist natürlich der Sieger der Geschichte. Das heißt, der wird schon ein gutes Equip haben. Der wird schon ein gewisses Equip aufweisen. Und das nervt mich so ein bisschen. Ich muss sagen, das ist nicht... Da oben kämpfen sie doch gerade. Vielleicht kann ich da ein bisschen abstauben gehen. Da ist er doch. Oh Gott, Stegi-Skin. Stegi-Skin. Ja, dürfte ich bitte? Dankeschön. Ja, das war echt gut gemacht von ihm. GG. GG. Ich kann gegen den Dude nicht gewinnen, glaube ich. Er hittet echt gut. Oder sie oder es. Was weiß ich, Alter. Er hittet richtig gut. Naja, GG. War nicht schlecht. Richtig unnormal einfach nur. Ey, der hat mich so schlimm weggehittet. So schlimm. Aber gut, ich sag mal so, war insgesamt
nicht die schlechteste Vorstellung. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ne? Und vielen Dank fürs Bewerten. Und so. Macht's gut. Ciao.